Und weiter geht's mit dem zweiten Teil des Weihnachtsspecials oder auch dem 300-Abonnenten-Special. Eine wirklich beeindruckende Zahl, wie ich finde, da ich mich selbst eher für einen mittelmäßigen Kommentator halte. Aber offenbar habe ich mich unterschätzt. In diesem Sinne bedanke ich mich für die vielen Abonnenten, die vielen Kommentare, Feedbacks und natürlich auch für die Zuschauer allgemein. Ihr seid die besten Freunde! Deshalb stelle ich euch jetzt auch ein Spiel vor, das ich selbst programmiert habe und das ihr euch auch herunterladen könnt. Den Link dazu stelle ich in die Beschreibung. Das ist sozusagen mein zweites Weihnachtsgeschenk an euch, Freunde. Und zwar ist es ein Spiel, das früher sehr beliebt war und einige von euch vielleicht auch noch kennen, obwohl es schon etwas älter ist. Es ist ein Logikspiel und da ich generell Fan von solchen Spielen bin, hat mir auch die Programmierung in der Sprache C# sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe allerdings, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen, da ich das Ganze per Camtasia aufnehmen musste und es auch das erste Mal für mich ist. Könnte das Ganze etwas undeutlich zu lesen sein, wegen der Größe des Programmfensters. Doch genug davon, die Rede ist nämlich von Mastermind, genau. Man kennt das Spiel aber auch unter den Namen Supercode, Variablo oder Superhirn. Vielleicht kennt das ja einer von euch noch aus seiner Kindheit. Wie auch immer. Das ist genau das Spiel, das ich programmiert habe. Ich habe das Ganze mal vor 1 bis 2 Jahren mal angefangen, hatte dann mal keine Lust mehr und jetzt dachte ich mir, warum das Ganze eigentlich nicht mal beenden und als Abonnenten-Special präsentieren. So funktioniert das Ganze, beziehungsweise ich erkläre euch mal kurz die Funktionen hier. Ihr habt hier oben rechts die Hilfe-Funktion, Hilfe-Button, Moment mal, ich ziehe es schnell rein. Ist eigentlich nur eine kurze, will eher sagen eine mittellange Anleitung, die ich geschrieben habe, wie das Ganze funktioniert, wie es bedient wird. Ist eigentlich relativ überflüssig, wenn ihr jetzt das Video hier schaut, aber naja, zum später Folgen noch. Aber ansonsten alles noch hübsch anzulesen, wie auch immer. Ihr habt zu Beginn die Möglichkeit, die Schwierigkeitsstufe einzustellen, und zwar zwischen schwer, mittel und leicht. Das unterscheidet sich nachher darin, wie viele Farben ihr zur Auswahl habt und natürlich auch dementsprechend, aus wie vielen Farbmöglichkeiten der Computer eine Kombination erstellen kann. Ich zeige das mal schnell. Mit leicht, wenn ihr jetzt das Spiel startet, ihr könnt das Spiel natürlich auch jederzeit beenden. Ganz einfach hier unten oder ihr macht es hier oben. Wobei hier oben würde ich es nicht unbedingt empfehlen, da könnt ihr das Spiel abstürzen, soll es allerdings nicht machen. Ja, ist einfach noch eine Option hier unten, das Spiel beenden. Also, Spiel starten, habt ihr 4 Farben zur Auswahl. Jetzt könnt ihr natürlich auf Neues Spiel klicken, dann könnt ihr die Schwierigkeitsstufe eine andere einstellen, zum Beispiel Mittel. Dann habt ihr noch 6 Farben zur Auswahl, Neues Spiel oder Schwer. Dann habt ihr 8 Farben zur Auswahl. So, wäre das mal geklärt. Jetzt das eigentliche Spielprinzip, das Ganze mal auf leicht. Das eigentliche Spielprinzip besteht darin, die gleiche Farbkombination herauszufinden, wie sie auch der Computer bzw. das Programm selbst schon per Zufallszahl herausgefunden hat. Das sieht nachher so aus. Ich kann jetzt mal schnell auf Lösung anzeigen. Dann ist das Spiel zwar beendet, aber was soll's? Okay, was? Viermal grün? Das soll es eigentlich nicht sein. Moment mal schnell. Leicht nochmal anzeigen. Ja, seht ihr. Wie gesagt, per Zufall, dass es eigentlich viermal die gleiche Zahl erscheint, sollte nicht passieren. Aber jetzt seht ihr zum Beispiel, wäre hier zweimal grün, einmal gelb und einmal rot die mögliche Farbkombination gewesen. Machen das Ganze nochmal, Spiel starten. Und jetzt könnt ihr hier die unterschiedlichen Kombinationen ja, eingeben und so prüfen lassen. Ihr habt insgesamt 8 Runden zur Verfügung. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt hier reinklicken. Das wäre das markierte Feld, wo ihr die Farbe mit einem Klick einfach rein platzieren könnt, oder wir können es auch einfach überschreiben lassen, beziehungsweise auf Weiter hier klicken. Jetzt nehmen wir zum Beispiel das nächste Feld gelb. Er geht automatisch ein Feld weiter. Grün, jetzt geht er automatisch hier zurück auf die, ja, ich will sagen, Reihe A. Das ist, wenn das A, B, C, D wäre. Wovon hätte ich es hier oben noch anschreiben können, na egal. Da habt ihr die 4 Farben zur Auswahl. Und jetzt könnt ihr Reihe prüfen machen. Bingo. Jetzt ist die erste Reihe fertig. Er hat es ausgewertet und er hat 3 weiße Felder zurückgegeben. Das ist immer die Auswertung des Computers. Ich sage immer Computer, natürlich des Programms, nicht des Computers selbst. So. Weiß steht hierbei, dass 3 Farben, also in dem Fall, ich muss anders sagen, ein weißes Feld steht dafür, dass eine Farbe vorhanden ist. Das heißt, es wäre auch hier oben in der Lösung, aber die Position stimmt nicht. Könnt ihr das schnell anschauen? Ja, seht ihr. Haben wir hier rot, grün, rot, gelb. Das stimmt hier mit uns auch überein. Wir haben hier unten einmal rot, einmal gelb, einmal grün. Wie hier auch. Hier, hier und hier. Hier auch, das zählt jetzt nicht. Und
Ja, diese Farben kommen zwar einmal vor hier oben, aber es ist nicht die richtige Position. Wäre es die richtige Position, zum Beispiel rot hier, dann wäre ein Feld hier schwarz. Also je nachdem wird hier schwarz oder weiß angezeigt, ob jetzt die Position stimmt oder nur die Farbe. Die vierte Farbe, wenn die nicht stimmt, ja jetzt in diesem Fall stimmt die nicht, überhaupt nicht überein, dann ist es grau dargestellt. So, jetzt spielen wir mal richtig. Einmal blau, nü, nü. Blau, rot, gelb, grün. Sehr gut. Oh, drei Farben sind vorhanden. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die an. Und jetzt beginnt das eigentliche Knobeln und Kombinieren der verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir mal an, es ist noch ein weiterer gelben drin. Okay, das war falsch. Der Gelb ist offenbar nicht vorhanden, weil sonst, angenommen, der wäre hier richtig. Moment mal, doch, es wäre ein. Nein, Moment, das geht gar nicht. Hier unten sind ja drei Farben richtig, also von der Position her. Wir haben es mal angenommen, es wären die drei. Wäre es hier oben wieder so, dann würde das gar nicht stimmen, weil eben, er hatte nur zwei zurückgegeben. Und wären es die beiden zum Beispiel, oder es könnte auch sein, dass die drei. Auf alle Fälle kann Gelb hier oben nicht vorhanden sein, weil, auch mal angenommen, wir hätten hier die falsche Stelle, hätte es hier zumindest mal Gelb angezeigt, oder hier oben dann. Wir haben ja Gelb zweimal genommen, also heißt das, dass das nicht ganz korrekt ist. Wenn wir jetzt hier das Ganze so machen würden, dann würde es hier so stimmen. Und hier natürlich auch, weil es sind nur noch die zwei vorhanden, das Grün haben wir rausgenommen. Machen wir das mal so, jetzt müsste es. Im besten Fall müssen jetzt eigentlich vier Felder schwarz sein. Aber ich schätze mal, es sind drei schwarz und einer weiß oder so. Oh, es wird kniffliger. Da ist nur noch zwei Felder richtig und deine ist einfach ja, vorhanden. Das kann soweit aber nicht funktionieren, außer der blaue kommt gar nicht vor. Mal angenommen, ja, ich sage immer mal angenommen, aber jetzt kommen halt die ganzen Überlegungen und so. Kann auch etwas mühsam sein, wenn ich das Ganze erkläre, aber ich schätze mal, wenn ihr euch das so überlegt, wird es ungefähr gleich stattfinden. Jetzt mal rein logisch überlegen. Wenn ich die drei Kombinationen habe, dann stimmt das hier. Hier stimmt es auch, weil nur die vorkommen, ein weiterer gelber nicht vorkommen würde in der Lösung hier oben. Dann würde natürlich auch kein Weiß mehr anzeigen, also stimmt das soweit. Und hier sind die zwei noch. Und einer zusätzlich vorhanden, das wäre jetzt also der Grüne. Also müsste diese Kombination jetzt stimmen. Das müsste die Lösung sein. Oh. Immer noch nicht die Lösung, wa? Okay, gehen wir das Ganze nochmal durch. Wo habe ich jetzt einen Überlegungsfehler gemacht? Es ist immer dieser Vorführeffekt, wa? Ich habe gesagt, die drei könnten, die drei, man, sie hat doch beinahe Schweizerdeutsch gesprochen. Die drei würden es sein, das geht aber hier oben nicht auf. Dann habe ich gesagt, die drei wären es, was aber hier oben nicht sein kann. Wie wäre es denn eigentlich mit Blau, Gelb, Grün? Mal kurz überprüfen, das würde hier stimmen. Es würde hier stimmen, das würde bedeuten, dass der rote. Hä? Moment mal, das kann nicht sein. Oder doch? Falls der Grüne zusätzlich stimmen würde. Also, eben mal angenommen. Nee. Hä? Da habe ich irgendwo einen Überlegungsfehler. Moment mal. Blau, Gelb, Grün. Angenommen, diese Kombination wäre es, dann würde es hier aufgehen, weil er nur blau-gelb vorhanden ist, also zwei Felder, also zwei schwarze. In grün habe ich rausgenommen, deshalb wird ja nichts dargestellt, es hat offenbar keinen zweiten. Dann würde es hier auch wieder aufgehen, und angenommen, dass der rote natürlich in meiner Lösung, in meiner Variante jetzt, überhaupt nicht vorkommt. Der zusätzliche grüne ist hier und wäre auch hier, dann müsste der aber hier oben sein. Das heißt, die Kombination müsste dann so aussehen. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Und zwar der gelbe hier. Obwohl. Jetzt stimmt es hier wieder. Was sage ich hierzu? Da stimmt es auch. Der grüne ist vorhanden, aber falsch von der Position her. Hier stimmt's. Hier stimmt es auch. Also müsste das die Lösung sein. Bingo! Seht ihr? Jetzt habe ich die Lösung endlich herausgefunden, Menschenskind. Das hat jetzt vielleicht aber relativ lange gedauert. Ja, und zwar der gewonnen hat, erscheint hier dieses kleine Button. Ne, dieses kleine Fenster. Button, ja. Dieses kleine Fenster mit den zwei Buttons hier unten. Jetzt könnt ihr das Spiel hier beenden. Dann schließt ihr auf die ganze Anwendung. Oder ihr macht eine weitere Runde. Ja. Jetzt habt ihr wieder die Variante. Zu wählen aus leicht, mittel, schwer. Versuchen wir mal was noch ganz kurz.
Auf schwer. Ach du Scheiße. Ja gut. Also erstmal so. Okay. Von denen kommen. Einer ist richtig. Einer kommt sonst noch vor. Ne, kommen zwei Farben vor, aber an der falschen Stelle. Ach du Scheiße. Das will ich riskieren. Ja kommt, ich mach das mal kurz, Freunde. Ich meine, es dauert sowieso nur 8 Runden. Ja, das wäre vielleicht eine Option, das zu erweitern in der nächsten Version. Dass man da auch einstellen können, zum Beispiel das bei der Option schwer. Dass ihr dann automatisch 12 Runden zur Verfügung habt, weil in 8 Runden aus 8 verschiedenen Farben die richtige Kombination zu suchen, kann ja relativ schwierig sein. Aber gut, mal schauen. Jetzt nehmen wir mal an, Blau stimmt soweit. Rot, ich nehme jetzt mal einfach Rot. Ich muss ja irgendwo mal anfangen mit dem. In der Kombination suchen. Was mache ich jetzt? Hier Orange und hier Braun. Das kann unmöglich stimmen. Tja, seht ihr? Aber ist aber auch schon mal was. Jetzt wissen wir, diese vier Farben kommen nicht vor. Das heißt, ich kann hier alle streichen. Tschüss. Es ist hier ein Gelb und ein Grüner, wäre richtig. Also entweder oder. Und hier sind die beiden noch vorne. Jetzt mache ich das Ganze mal so. Was nicht ganz sein kann, weil wenn ich so machen würde, käme der Grüne gar nicht mehr vor. So. Okay, das war jetzt Glück. Das war jetzt mehr als Glück, Freunde. Naja, was soll's. Ja, das wäre eigentlich das Special, mehr oder weniger. Beziehungsweise der zweite Teil davon. Der erste Teil war ja das, ja, will man sagen, das Dragon Ball Z Intro, Soundtrack, Video, Special, wie auch immer. Klingt ein bisschen bescheuert, ich weiß, aber. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Auch das hier. Noch viel Spaß mit dem Mastermind-Spiel. Falls noch Fragen offen sind, wie das Ganze funktioniert und so. Und ihr jetzt mit der Hilfeoption, also mit Anleitung, nicht so, gut zu Schlag kommt, könnt ihr mir natürlich auch eine PN schreiben oder in den Kommentaren nachfragen. Ihr könnt aber natürlich auch im Internet nachschauen. Also da wird es garantiert haufenweise Tutorials und Anleitungen und so weiter und so fort geben. Ich schätze mal, dass die vermutlich das Ganze etwas besser erklären als ich. Bin im Grunde genommen nicht so gut darin, Sachen zu erklären, aber ja, was soll's. Ich hoffe trotzdem, es hat auch Spaß gemacht mit dem Ganzen. Vor allem das ganze Special und ihr habt ja noch etwas Freude daran und könnt es vor allem auch gebrauchen. Ja, das war's eigentlich. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für die über 300 Abonnenten. Mittlerweile sind es schon fast 500. Schreibt schon bald noch einen neuen Abo-Special. Ich schätze mal, das kommt zum Neujahr. Da habe ich auch wieder etwas für euch vorbereitet. Es ist auch wieder etwas, das ich selber programmiert habe. Aber es ist kein Spiel, sondern. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich meine, ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Gut, sagen wir mal so. Es ist etwas, mit dem ihr die Zeit ablesen könnt. Und das ich immer benutze, wenn ich einen Part aufnehme. Ja. Also gut. Ich hoffe, es hat auch trotzdem Spaß gemacht. Über Feedback würde ich mich natürlich freuen, im Sinne von Kommentaren etc. etc. Ihr kennt das ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!